So, servus beieinander wieder bei mir, der Elisabeth Kämpfle und meiner kleinen Femina-Küche. Und heute löse ich mal meine ganzen Versprechungen vom ganzen Jahr ein. Es ist kurz vor Silvester und eine Freundin hat mich schon vor Wochen mal gefragt, könnt ihr nicht so einen Schokokuchen mit flüssigem Kern, wo man die ganzen Kochsendungen immer sieht. Und dann denke ich mir, weiß jetzt gar nicht. Und dann ist mir auch noch die Rezeptkarten in die Hand gefallen. Das sind diese VSC-Rezeptkarten, wenn ihr da in dem Club mit dabei seid, da kann ich euch gerne mal einen Antrag zuschicken. Könnt ihr auswählen, ob ihr jetzt 6 Monate dabei sein wollt oder ja. Ihr bekommt den Wandkalender, einen Ordner, wo die Karten reinkommen und eben diese Backzauberhefte mit Rezepte. Bloß so nebenbei. Und wie gesagt, dann habe ich gedacht, dann machen wir die doch schnell, probieren wir es aus. Und wir haben jetzt unsere Dariol-Förmchen. Das sind diese Edelstahlförmchen, die sind bei mir der Ersatz, wenn ich Muffins backe oder wenn das Muffinblech nicht mehr ganz reicht. Und ich habe ja einige Bedenken bei diesen ganzen Silikonformen. Also ich tue jetzt keine Silikonform bei 180 Grad Ewigkeiten in den Ofen rein, weil immer irgendwo dampft das doch irgendwo aus. Und Edelstahl ist Edelstahl, das kann ich wieder sauber machen, das kann ich x-mal hernehmen, das kann ich schon aufhassen. Alles wunderbar. Diese Dariol-Förmchen, die könnt ihr auch hernehmen, wenn ihr so einen Spargelmus macht oder sogar mit Rosenkohl. Flan habe ich ein Rezept gefunden. Das wird es bei uns aber nie geben, weil ich keinen Rosenkohl mag. Auf alle Fälle, wie gesagt, die kann man ganz vielfältig benutzen. Und heute gibt es das immer im 6er-Pack. 6 Stück auf einmal. Damit das auch vom Rezept her immer klappt, kann man einmal nur einen Rührkuchen reinmachen. Zitronenküchlein für Kinder, was kleines Netz. Genau. Das so, Ideen gibt es genug. Ich habe es jetzt ausgefettet und Zucker reingestrahlt. Also erst mit Butter. Unserem Silikonpinsel haben wir ja 2 verschiedene. Die mag ich eben, die mag ich jetzt wieder ganz gern, muss ich sagen, aber die backe ich ja nicht im Backofen, weil die Gänge werden wirklich sauer bis in die Spitzen wieder innen drinnen. Da wird es Weihnachten viel Schokolade mit gehabt und Puderzuckerguss. Also wie gesagt, die sind ganz praktisch. Gibt es hier in dem 2er-Set. Schwarz und lila. Der schwarze ist ein bisschen fester, also nicht so ganz so weich zum Streichen. Da könnt ihr gerne mal einen Schweinsbrandkrusten einstreichen, sowas, aber das findet ihr selber raus. Wie gesagt, ich habe es mit dem Pinsel eingefettet mit Butter. Dann habe ich einen Zucker reingestreut und gedreht. Und das Überschüssige habe ich dann gleich mal ins nächste rein. Und so haben die Rucki-Zucki fertig. Schokolade heißt im Rezept, das sind diese, wie gesagt, Rezeptkarten. Heißt 100 Gramm Zartbitter Schokolade und Zartbitter Kuvertüre. Ich habe vor Weihnachten noch was über und das ist so ein Rest, da ist bestimmt Vollmilch dabei und Zartbitter und ein paar Kuchenbrösel wahrscheinlich, weil das gehört auch mal aufgebraucht und das habe ich jetzt ganz einfach gemacht. Ich habe mir in den 1 Liter Cup heißes Wasser und meine Reste, das wisst ihr schon, habe ich in dem 1/2 Liter Cup, stelle das rein, dann kann das langsam vor sich hinschmelzen und ist dann perfekt gleich für den Teig. Dann, was habe ich noch vorbereitet? Im Schlagkessel, weil es so schnell geht, habe ich schon Zucker drin, Butter, Eier und das Mehl, das ist eine kleine Rezeptmenge. Das verschlage ich jetzt einfach. Wir haben für den Schlagkessel auch verschiedene Deckel mit Spritzschutz. Da brauche ich auch nur ein Handrührgerät, ich brauche jetzt keine teure Küchenmaschine. Ich fülle es ab, tue es in den Ofen rein und dann hoffe ich, dass es so erwischt, dass es einen flüssigen Kern hat, aber das sehen wir ja dann. Also wie gesagt, was ganz was Schnelles und dann schauen wir, ob wir so ein Laberküchlein herbringen. So, meine Lieben, die ersten 2 habe ich schon gestürzt. So schaut es aus. Der Rest zeige ich hier kurz. Die gingen wunderbar auf in die Formen. Schaut, einwandfrei. Und jetzt schauen wir mal, wie das Innenleben ausschaut. Da was flüssig ist, ich meine schon, nicht mehr so ganz, aber doch, kommt schon raus. Hier machen wir auch gleich auf. Dampft. Müssen wir mit dem Stäbchen reinstecken, aber schaut, da ist der Kern, sieht man es? Ja, so sieht es. Hat hingehört. Jetzt machen wir ein bisschen schöne Deko, schönes Foto und dann kann Silvester kommen, aber das passt ja immer. Ciao, pfiat euch!